Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Grimmige Legenden 3. So, und hier haben wir jetzt ein Kleid. Let's hope the mother buys it. Das Kleidchen. Wir haben uns jetzt als die Camille verkleidet. Wo sind unsere Klamotten? Haben wir die jetzt einfach rübergezogen? Wer weiß. Haha, hier war noch ein Leech. Deswegen konnten wir das Bild noch anklicken. Den Spiegel. Sonst ist hier drin nichts mehr. Gut. Dann gehen wir mal zu der Frau Mutter. So. Wenn hier nirgendwo mehr was ist. Hallo Mutter, ich bin's. You are not my dearest child. Das war ja klar. Das war ja klar. So. Ha. So, wie geht's weiter? Na, jetzt gucke ich, was von hier nicht drin ist, aber andersrum ist vielleicht besser. Ah, hier, das ist ja auch dieses Wappen hier unseres Zirkels. Und das da ist was anderes. Greift ihr uns einfach an, blöde Schrapnelle. Finde ich nicht fair. Finde ich nicht gut. Das macht man nicht. Gewalt ist keine Lösung. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das da? Nee, das Zeichen da ist drin. Also doch das da. Gut. Das da ist drin. Das da. Okay. Das da. Okay. Das, die beiden sind schon mal nicht. Davon eines nun. Das da. Okay. Und. Könnte es das hier nicht auch sein? Das oder das? Nein, das da ist da drin. Also das hier. Ha! Puh. Ja, man will ja keinen Rückschlag erleiden. Besiegt, besiegt. Ach so, noch nicht ganz. I built this fortune with my own hands. I worked hard. All for my dearest Camilla. Ach, Camilla hieß sie, nicht Camille. So? I secured a future for her. Money, education, power. I even found her a proper match. Aber das proper match will sie... Then her maid comes to tell me she has a lover. This would not do. Aber ein proper match will sie vielleicht für sich selbst finden? Vielleicht unter Umständen? Hä? Aber sie gibt ihm bestimmt die Pistole, oder? Ach so. So, oder? Hier das Schwert, da sie gibt ihm die Pistole und Geld. Auftragskiller. Ist das nicht richtig? Ist das nicht richtig? Ist das nicht richtig? Wird der wohl kaum so rum sein. Ah. I pushed her soon to be husband Alonso to get rid of this Gabriel. I wanted her to live happily ever after. Now I see it wasn't the life she wanted. Tja. Siehste mal, sie spielt lieber Romeo und Julia. Oh Gott, wie verworren. Ja, so wahrscheinlich. Ja. Ja, Romeo und Julia, ich sag's ja. So?
Ah ja, den Abschiedsbrief hier. Sie hat dort das Toxin. Da hat sie das Bild von ihm. Ach nee, das hat sie auf. Doch kein Taschentuch. Oder doch so. Und sie hat da den Abschiedsbrief. Und da das Toxin. Ja klar, hier ist ja auch dieser... diese Pfütze. Die Kerze gehört dorthin. Oder das so. Nein, der Schuh gehört dorthin. Ach so, auf ihrer Brust. Natürlich das Bild von dem Typi oder ihren Abschiedsbrief. Ich glaube, ihr Abschiedsbrief. Ha. I thought I did it all for her. But now I realize that it was all for myself. Please, if she's still alive, save Camilla. You're my only hope. Die ist doch tot. Wurde wieder zum Leben erweckt. I have everything I need to deal with the Koschmar. I should check up on Solomon. Aber seit wann liegt denn hier... Ach so, sie hat jetzt hier ihr Kleidchen hingeworfen. Aber... die Camilla ist doch tot. Die wurde doch wieder erweckt von den kleinen Leeches, von den Mini-Leeches, die wir hier einsammeln. Ah, hier. Eine Maske der Baronin Agatha Royal, der Mutter von Camilla. Agatha Christie. Solomon! When did it get so cold? I have a bad feeling about this. Das hat bestimmt nichts Gutes zu heißen. Huch. Das hier mit dieser, mit diesem fliegenden Trümmerfeld erinnert mich ein bisschen an WoW. What happened here? Where's Solomon? Weg! Überprüfe Solomon. Ich dachte, er ist weg. Hier geht's jetzt hinten lang. Ha, vereiste Promenade. Jetzt geht's dahin. Die Nekropolis ragt über die über der Stadt, oder? Egal. Ein seltsamer, böser Glanz geht von ihr aus. Aber geht's da nicht... Ja, da ging's ja vorhin die ganze Zeit nicht hin. Kanalisation. Ach so, nein. Hier müssen wir auch nicht mehr lang, nicht? Ach so, das war das. Alonso, was hast du denn gemacht? Der tapfere Kapitän Alonso, er hat bis zum Ende gekämpft. Ist er jetzt tot oder nur ein Geist? Ach, vielleicht ist der Stein festgefroren. Nehmen wir den Stein und erlösen ihn. Nein. Was ist das? Leere Flasche und da brauchen wir jetzt warmes Wasser drin, wa? Natürlich. Wo kriege ich denn jetzt warmes Wasser her? Da vielleicht irgendwas draufstellen? Nein? Kriege ich denn jetzt warmes Wasser her? Gehen wir erstmal hier lang. Kapitel 5. Das Tor. Some ice-aligned Masquerade must have abducted Solomon and taken him to the Necropolis. Aber warum ihn entführen? Ach, ist bestimmt Gabrielle. Ja, ja. Eiszapfen. Die können wir schmelzen. Ein Leech. Metallornament. Kein Schlüssel, aber ein Vorhängeschloss ist nur so stark wie die Kette, an dem es festgemacht wurde. Dann brich es doch auf. Streichhölzer. Nutze sie. Nein. Da ist etwas unter dem Eis. Ich könnte es herausschlagen. Aha. Eine Zange. Und was ist mit der Kiste an sich? Ich bin nicht sicher, ob die Falle scharf ist oder nicht, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Nee, wieso? Machen sich doch Eiszapfen sehr gut dabei. Nein. So, Vorhängeschloss. Zange. Ein Lümmelbildspiel. Habe ich recht? Nein. Ein Samovar. Ich könnte eine Pause von all diesem Chaos gebrauchen. Eine Tasse Tee wäre da genau das Richtige. Was ist ein Samovar? Ach, so ein Pott, aus dem Tee kommt. Ah. Armeestiefel. Aha. Puh.
Und. Oh. Oh. Öllampe? Da, da, nein. Eine Brücke aus Eis über den endlosen Abgrund. Dafür muss ich mich vorbereiten. Ja. Nö. Hm. Hm, das ist meine Größe, aber in dem Zustand werden sie mir kaum helfen, die vereiste Brücke zu überqueren. Ja, der Solomon wurde entführt und wir reparieren erstmal wieder irgendwas. Ach, ein Kabelschneider ist das. Was könnte ich denn jetzt mit der Öllampe machen? Hier ist immer noch nichts, ne? Hab ich hier irgendwas vergessen? Irgendeinen kleinen Leech oder so? Hier ist bestimmt noch irgendein Leech. Oder wegen den Dingern hier. Bin mir sicher, ich habe da irgendwas vergessen. Hallo! Hallo! Hm. Was ist das? Hä? Ach so, die ausgeixten sind die, wo wir nicht mehr hinkommen. Tatsache. Wir müssen jetzt hier irgendwas machen. Ich finde das gut, dass es uns zeigt, wo wir was machen müssen. Dann müssen wir nicht ganz so auf den Tipp verbinden. Hä? Ach so. Wir machen uns jetzt Tee. Oder... Ah, oder heißes Wasser, habe ich ja gesagt. Ach, schön. Oder kochendes Wasser. Und jetzt können wir nämlich hier das Schwert rausholen. Und die Schlüssel, die ich vorher nicht gesehen habe. Oh, ein zerbrochenes Schwert. Jetzt ist es ein Dolch, ein Kurzschwert ist es jetzt geworden. Ha, wie bei Mittelerde Mordor Schatten. Da benutzt er auch das zerbrochene Schwert als Dolch. Ich habe den Namen vergessen von dem Dolch, aber ihr wisst Bescheid, oder? Das Spiel muss ich auch endlich mal irgendwie dann mal irgendwann let's playen, wenn ich einen USB-Grabber habe, der mit meiner Konsole und meinem PC kompatibel ist. Ah, natürlich. Ja, und jetzt nimmst du eine unscharfe Falle mit. Stahlfalle. Nennt man auch Bärenfalle übrigens. Und hiermit schließen wir das Ding auf. Nein. Solides Eis, darum muss ich mich erst kümmern. Achso, kochendes Wasser habe ich noch ein bisschen. Das ist gut. Hii, was ist das? Die Stadtwachen haben sich für einen schonungslosen Kampf gegen den Koschmar vorbereitet. Was ist das? Was muss ich denn jetzt hier machen? Ach, wegen dem Eis? Das macht Sinn. Das macht total viel Sinn. Ja, wie kriege ich das da jetzt? Ah. Was ist das? Stacheldraht. Ja, sag ich doch. Oh. Ja, na klar, wie soll man sonst auch... Klettereisen, auch nicht schlecht. Solomon, stay still. Let me help you. Cool. Uncool. The incarcerated stone. It's yours, Koschmar. All these years of imprisonment are over. Now, kill her. I live to serve. Solomon, no! Es ist wie mit dem Leech King, was? Dialoge. Solomon, it's me, Sylvia. You don't want to do this. Oh, Sylvia, you should have died long ago. You just don't remember. Warum? Erzähl weiter. You're a member of the Order. You can fight this. I gave my life to the Order. And what has it ever done for me? What about our mission? What about Gabriel?
He was right all along. Why reject this power? We should embrace it. Warum hat er jetzt nicht weitergeredet? Was, warum hätte sie schon eher sterben sollen? Sie hatte mal irgendeinen Unfall, ne? Aber mehr reden sie dazu liegt auch nicht drüber. Also, so, das auch nicht. Das da. So, das nicht. Das nicht. Das nicht. Und das nicht, also das. Aha, das nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Oh, das auch nicht. Das auch nicht, also das. Errungenschaft freigeschaltet, Meister der Magie. Yay. Hier liegen überall die Teile rum von dem Castle-Stein. Aber sieht cool aus, oder? Muss dazu geben, sieht cool aus. Many years ago, I saved two orphans, brother and sister, from a Koshmar. Huch, ach nein, 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 nicht sowas, nein, 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 nein. Oh nö. Sylvia and Gabriel. Das passt jetzt aber nicht, oder? I took them in and trained them. They became my best students. Was? Wir sind die Schwester von Gabriel? A year ago, Sylvia was killed in action. We couldn't save her. Gabriel was crushed. Was? Wir sind eigentlich tot? Oh, wie ich diese Dinger hier liebe. Oh nein. Oh nein. Das Blöde ist ja, nein, nein, bitte nicht doch. Oh, warum kann das nicht so rum sein? Ach, hey. Ah nein, jetzt muss das dort oben hin. Das Blöde ist, wenn ich auf Überspringen gehe, dann überspringt er doch auch die Geschichte. Es müsste einfach nur Tipps geben. Aber das gehört auch dort hin. Wunderbar. Bin ich wieder da, wo ich vorher war. Nee. Nein, und jetzt das dort hoch. Es fehlt immer nur eins. Es fehlt immer nur ein blödes, beschissenes Ding. Ja, jetzt ist es wieder verschwunden. Ach nö. Ich mag so eine Dinger nicht. Wunderbar. Jetzt ist das wieder falsch. Ich hasse sowas. Ich mag das nicht. Es ist doch zum Kotzen. Nein, ich möchte das nicht überspringen, aber ich...
Nee. So sieht's doch auch hübsch aus, oder? Das Blöde ist, ich finde das echt mal ganz ehrlich, ich finde das eigentlich scheiße. Man kriegt die Geschichte hier damit nicht hin. Wenn ich das jetzt überspringe, dann ist die Geschichte eben mal weg. He wouldn't let his sister go, even if it meant using the incarcery stone. Huch, ich hab's geschafft. Oh. I stopped him in the middle of a ritual and exiled him from the order. Nein, nicht schon wieder. Nein, nein, nein. Ich wollte doch. Nein, ich habe mich gerade so gefreut. Ihr seid doch doof. Ach, was weiß denn ich? Dadurch kriegt man die Geschichte nicht mit. Ist doch zum Kotzen. Mal ganz ehrlich. Was weiß denn ich, wo hier was hin muss? Muss nach dort oben. Das muss dort oben hin. Yay, wunderbar. Yay. Yay. Und das muss bestimmt dort unten hin. Yay. Oder? Ja, natürlich. Nach oben, nach oben. Das muss doch jetzt hier unten hin, wahrscheinlich. Das, der Schwertgriff muss dort unten hin. Und das Buch muss in die Mitte. Nee. Das Buch muss dort oben hin. Ist mir eigentlich auch egal. Der Schwertgriff muss dort unten hin. Ach nö, das finde ich, also sowas finde ich echt zum Kotzen, ne? Dass man, wenn ich jetzt das Minispiel abbreche, dann kriege ich die Geschichte nicht mit. Ja, das ist aber echt zum Kotzen, liebe Leute. Das muss dort oben hin. Nein, es muss. Es ist doch nicht mehr so viel. Es ist doch. But it turned out he succeeded. Sylvia woke up the day after, with her memory gone. Oh, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ich bin so stolz auf mich. Ich hab's geschafft. Ne, aber ganz ehrlich, wenn man diese Minispiele überspringt, dann ist die ganze Geschichte, kriegt man nicht mehr mit. Und das finde ich ja mal echt scheiße. Aber ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Oh, yay. Oh, puh, ein Glück. Oh, so, und was er uns jetzt weiterhin zu sagen hat, wenn wir ihm, nachdem wir ihm die Maske abgenommen haben, das sehen wir allerdings erst in der... Was steht da? Guardians of Orion hat Event gestartet. Aha. Ja, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Also bis dahin, tschüss.